Auf der heutigen Kabinettssitzung der rheinland-pfälzischen Landesregierung wurde auch der von der Bundesregierung vorgelegte Gesetzentwurf zur Bemessung der Hartz-IV-Regelsätze erörtert. Die Sozial- und Arbeitsministerin Malu Dreyer kritisierte den Gesetzentwurf in vielen Aspekten als fragwürdig. Außerdem fehle die vom Bundesverfassungsgericht geforderte Transparenz und die nachvollziehbare Bemessungsgrundlage. Ja, im Moment ist es wirklich etwas enttäuschend. Das hat monatelang gedauert, bis wir wirklich mal konkrete Zahlen erhalten haben. Jetzt haben wir den Eindruck, dass die Zahlen nicht wirklich nachvollziehbar sind. Das bedeutet, es ist nicht transparent, vor allem, warum die Kinderregelsätze so sind, wie sie sind. Das heißt, wir können schlecht nachvollziehen, ob das Bundesverfassungsgerichtsurteil wirklich auch umgesetzt worden ist. Das vorgesehene Bildungspaket greift zu kurz. Nur ein gut ausgebautes System von Ganztagsschulen und Kindertagesstätten, die ein umfassendes Angebot zur Bildung und Teilhabe vorhalten, kann eine optimale Förderung von allen Kindern gewährleisten. Das sogenannte Bildungspaket, hinter dem aus meiner Sicht viel weniger ist, als es ständig klingt. Das Schulstarterpaket, das Schulbedarfspaket beispielsweise, das ist schon Bestandteil des Regelsatzes der Kinder, schon heute, seit Olaf Scholz in der Regierung war, auf Initiative übrigens vom Land Rheinland-Pfalz. Und die Teilhabegutscheine, die es gibt für Sport und Kultur, 10 Euro im Monat, sie überzeugen aus meiner Sicht eben überhaupt nicht. Denn jeder weiß, der auch Kinder hat, was man mit 10 Euro eigentlich erreichen kann. Und das Hauptproblem, dass es eben auch bildungsferne Kinder gibt, die dann trotz des Gutscheins eben nicht ins Museum, zum Sportverein oder zum Musikunterricht geht, dass wir diese Kinder wirklich auch erreichen, das Problem wird mit dem Gesetzentwurf überhaupt nicht gelöst. Staatsministerin Malu Dreyer bekräftigte in diesem Zusammenhang noch einmal die sozialdemokratische Forderung nach einem gerechten Lohn für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Es ist sozial ungerecht, dass Menschen, die den ganzen Tag arbeiten gehen, noch zusätzliche Leistungen des Staates brauchen oder halt nur so wenig verdienen, dass sie kaum davon leben können. Deshalb fordern wir ganz klar gerechte Löhne und wir fordern einen Mindestlohn. Und wir fordern zeitgleich, dass die Menschen, die arbeiten, eben gut verdienen können und diejenigen, die keine Arbeit haben, aus welchen Gründen auch immer, ein anständiges Existenzminimum erhalten.